Herzlich willkommen bei Spielregeln-Spielanleitung.de. Wir haben heute ein neues Spiel zum Rezensieren bekommen, und zwar vom Kosmos Verlag. Dieses große Spiel Glubschgeister. Wer entdeckt, welcher Geist sich wo versteckt? Wird geliefert in dieser Verpackung, ist eine Art Brettspiel. Was steht hier vorne noch drauf? Ist das Spiel wurde entwickelt von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Und es ist geeignet nach 5 Jahren. Es kann gespielt werden mit 2 bis 4 Spielern und es dauert ungefähr 20 Minuten. Auf der Rückseite, was steht auf der Rückseite? Wer entdeckt, welcher Geist sich wo versteckt? In der Tiefsee treiben die fröhlichen, frechen Glubschgeister Maggie, Lisa, Don, Al, Luke und Bob allerlei Unfug. Auch der grimmige Krakengeist Ed wirbelt mit seinen langen Tentakeln das Wasser auf. Jetzt sind mutige und clevere Geisterjäger gefragt. Taucht ein in diese schimmernde Unterwasserwelt und fangt die meisten Glubschgeister. Doch leichter gesagt als getan. Die Geister sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Und wo vorher noch Bob der Kugelfischgeist war, taucht jetzt der Schneckengeist Luke auf. Da sind ein gutes Auge und Schnelligkeit gefragt. Also auf zur glubschig schönen Geisterjagd. Der Inhalt ist ein Spielplan, Tiefsee, eine große Scheibe Fische, eine kleine Scheibe Glubschgeister, eine Drehfigur mit Drehfuß, Krakengeist, 14 Vergrößerungslinsen, Seedeckel, 60 Glubschgeister, Geisterpärchen, 3 Krakengeistplättchen, 4 Seesterne, ein Würfel und eine Spielanleitung. Wir schauen uns jetzt mal an, wie dieses Spiel aufgebaut wird und gespielt wird. Hier gibt es einmal die Spielanleitung in deutscher Sprache. Dann haben wir hier die unterschiedlichsten Spielinhalte. Wir packen das einfach erstmal aus und schauen uns das dann gleich genau an. Wie es aufgebaut sein soll. Und das schauen wir uns erstmal an. Vor dem ersten Spiel. Nehmt das Spielmaterial aus der Schachtel und brecht die Pappteile vorsichtig aus. Alle Pappteile, die mit einer Mülltonne gekennzeichnet sind, können entsorgt werden. Baut nun die Drehscheibe zusammen. Also erstmal machen wir hier alle. Hier ist immer ein Mülleimer drauf. Das heißt, der Teil darf dann weg. So, alle aus. Ausmachen. Die lassen sich wirklich sehr einfach rausdrücken. Das sind die Glubschgeister hier, die alle zum Wechseln ähnlich aussehen. Besser, scheinbar. Ich denke, das Spiel ist noch relativ schnell aufgebaut. 2-3 Minuten, wenn man alles ausgepackt hat, kann man direkt schon mit dem Spiel loslegen. Dauert dann auch nur ungefähr 20 Minuten. Wenn man es erstmal drauf hat, geht es meistens schneller.
So, haben wir den Müll entsorgt und die Spielteile vor uns. Hier ist noch auch noch was zum Ausstechen mit den Mülleimern hinten drauf. Jetzt haben wir nur noch die Teile, die wir benötigen. Hier ist auch noch das gut eingeschweißt. Sterne, 4 Sterne. Das sind die Spielfiguren. So, schauen wir uns mal an. Also, bauen Sie die Drehscheibe zusammen. Das ist die Drehscheibe. Stecken Sie den Drehfuß vorsichtig durch die kleine und anschließend durch die große Scheibe. Also wir haben hier einmal die kleine Scheibe und die große Scheibe. Der Drehfuß. Achte darauf, dass die Fische und Glucksgeister nach oben zeigen. So, wie wir das hier durchkriegen. Also einmal durch den von oben, durch den großen, durch den kleinen. Und wie gesagt, darauf achten, dass diese Figuren nach oben zeigen und nicht so rum, sondern so rum. Das da durchstecken. Zack. So, fertig. Drehscheibe. Spielaufbau. Vor jedem Spiel baut ihr das Spielfeld auf. Legt die Drehscheibe mit den Fischen, also die Drehscheibe mit den Fischen und Glubschgeistern in den Schachteleinsatz und drückt sie leicht nach unten. Schachteleinsatz, hier haben wir den Schachteleinsatz. Leicht nach unten. So, dann kann ich das Ganze nämlich noch drehen. So, haben wir den. Das sieht dann so aus. So, jetzt ist es eingerastet. Leicht nach unten. Verteilt alle Glubschgeistplättchen auf der großen Scheibe mit den Fischen. Also diese ganzen Plättchen müssen jetzt alle hier verteilt werden. Ich hoffe, es sieht dann in etwa so aus, bevor sie jetzt runterfallen. Also diese kleinen Plättchen müssen alle hier verteilt werden. Das sind eine ganze Menge. Hier verteilen. Wichtig, darauf zu achten, dass keiner aufeinander liegt. Also, sie müssen alle schön nebeneinander liegen, sonst funktioniert das nicht. So. Das sind eine ganze Menge. Eng aneinander. Deswegen ist es auch wichtig, dass keiner auf dem, der eine nicht auf dem anderen liegt. Also sonst lässt sich es nachher schlecht oder gar nicht mehr drehen. So. So. Verteilt alle Glubschplättchen auf der großen Scheibe mit den Fischen. Wichtig, die Plättchen müssen flach nebeneinander platziert werden. Sie dürfen weder übereinander noch auf der kleinen Scheibe in der Mitte mit den Glubschgeistern liegen und sich nicht verkanten. Die 3 Krakengeisterplättchen werden nur für die Spielvariante verwendet. Krakengeisterplättchen für die Spielvariante, die Kraken, die müssen hier raus. Die dürfen dann nur für die zweite Spielvariante Krakengeister. Hier ist eine Krake, die muss raus. Da ist noch eine Krake und noch eine Krake. Also die Krakengeister sind für die zweite Spielvariante, die hier hinten auf Seite 6 erklärt ist. Lege den Spielplan in den Schachteleinsatz und drücke ihn vorsichtig nach unten, bis er leicht einrastet. Legt die Sternendeckel mit der gewölbten Seite nach oben über die Seelöcher. Also den Spielplan hier rauf jetzt. Deckt quasi die Glubschgeister, bis er einrastet hier an den Seiten. So.
jetzt werden diese, die See, wie werden sie genannt, die Seedeckel in der gewölbten Seite nach oben hier aufgelegt. Man verdeckt quasi die Glubschgeister. Das Kreuz des Drehfußes dreht die Drehscheibe nun so lange in Pfeilrichtung, bis ein Glubschgeist im Sichtfenster erscheint. Also hier in der Mitte ist das Drehkreuz und ich stecke jetzt das zum Drehen hier oben rauf und in Pfeilrichtung, hier ist ein roter Pfeil, drehe ich das Ganze jetzt, bis ich hier einen Glubschgeist sehe. Ein Glubschgeist ist zu sehen. Lege die Würfel bereit und sucht euch einen Seestern in einer Spielerfarbe aus. Gelb, Rot, Blau oder Grün. Übrige Seesterne können aus dem Spiel. Stellt die Schachtel mit dem Spielfeld so in die Mitte des Tisches, dass jeder Spieler vor der Ecke eines farblich passenden Glubschgeister-Verstecks sitzt und einen guten Blick auf die Felseninsel mit den Seefeldern. Also hier sind an der Ecke immer Felder grün, blau, gold, gelb und rot. Und wenn ich jetzt rot wedel, muss ich mich genau vor diese Ecke setzen und mein Plättchen dorthin legen. Mein Gegenüber hat hier zum Beispiel blau und sitzt dann dort. Dann gibt es das Ganze noch, wie ich das... Bei zwei Spielern gibt es, jeder Spieler erhält zwei Seesternchen. Also ich kann es bei zwei Spielen, erhält ich dann zwei, kann ich mir aussuchen, gelb und rot zum Beispiel. Das Spielziel. Wer als erster sein Glubschgeist-Versteck vollständig mit 9 Glubschgeistern gefüllt hat, gewinnt. Also hier hinter meiner Spielfigur ist das Glubschgeist-Versteck. Wenn ich dort 9 Glubschgeister habe, dann habe ich gewonnen. Es gewinnt, wer als erster seine beiden Glubschgeist-Verstecke vollständig gefüllt hat. Also wenn ich mit 2 Sternchen spiele, habe ich ja zum Beispiel grün und gelb. Da muss ich beide gefüllt haben und dann habe ich gewonnen. Los geht's. Es wird in Pfeilrichtung gespielt. Der jüngste Spieler beginnt. Eine Runde läuft so. Würfeln, Kraken, Kreuz drehen, Glubschgeist suchen, Seestern ablegen, Glubschgeister fischen, Würfel ablegen. Also... Das erste Würfel. Kartenkreis drehen. Würfel. Würfle und drehe mit Hilfe des Kartenkreises die Drehscheibe in Pfeilrichtung. Drehe so sie um so viele Glubschgeister weiter, wie du Augen gewürfelt hast. Würfelst du also eine 2, drehst du die Drehscheibe mit Hilfe der Krakenfigur um 2 Glubschgeister weiter. Also wenn ich eine 2 gewürfelt habe, so sehe ich 1, 2, so. Jetzt habe ich 2 Glubschgeister gesehen und 2 weitergedreht. Schaut nun gemeinsam, welcher Glubschgeist im Sichtfenster hier erscheint und ruft seinen Namen oder die Geisterart. Das wird auf Seite 1 hier in der Spielregel erklärt. Maggie, Lisa, Don, Luke, Bob oder Al. Gleichzeitig, aber jeder für sich, sucht hier in der Tiefsee, also hier drin, nach dem passenden Glubschgeist, jedoch ohne die Seedeckel hochzunehmen. Also diese Seedeckel, ich muss durch diese Seedeckel durchgucken und dann sehe ich die Glubschgeister verschwommen natürlich dahinter. Ich darf es nicht hochnehmen und gucke, ob ich dieses Glubschgeist irgendwo hier sehe. Mit etwas Glück findest du unter dem Seedeckel auch mehrere dieser Sorte, die du hier siehst, und lege dann dort deine Figur auf. Also schau dir dabei von oben und von der Seite durch die Seedeckel, verändere während des Suchens einen Blickwinkel, um zu erkennen, aber achte darauf, dass du die Sicht der anderen Spieler nicht behinderst. So.
Ich suche jetzt. Seestern, jetzt darf ich meinen Seestern dann ablegen. Sobald du den passenden Glubschgeist gefunden hast, also den, den du auch hier siehst, vom Drehen, legst du den Seestern schnell auf den entsprechenden Seedeckel. Haben alle Spieler ihren Seestern auf einen Seedeckel gelegt, ist das Suchen beendet. Entdeckst du keinen passenden Glubschgeist, legst du deinen Seestern auf irgendeinen freien Seedeckel. Mit etwas Glück versteckt sich darunter der gesuchte Glubschgeist. So, ich meine, ich sehe den jetzt zum Beispiel hier. Mein Mitspieler sieht ihn vielleicht hier. Glubschgeister fischen. Es wird nacheinander gefischt. Beginnt mit dem Spieler, der gewürfelt hat. Also ich habe gewürfelt, ich fange an. Nimm deinen Seestern vom Seedeckel, heb den Seedeckel hoch und schau im Seeloch nach, ob sich dort der gesuchte Glubschgeist befindet. Entdeckst du passende Glubschgeister, fischst du sie mit deinen Fingern aus dem Suchloch und legst sie in dein Glubschgeistversteck. Zusätzlich darfst du nach weiteren Glubschgeist im Seeloch fischen, indem du Glubschgeisterplättchen beliebig verschiebst und unter dem Seeloch hervorziehst. Also wenn ich hier noch welche sehe, darf ich sie hervorziehen. Und in dem Fall ist es genau der, den ich auch, der hier gedreht wurde, den darf ich jetzt in mein Versteck legen. Dann den Deckel wieder drauf. Das darf mein Mitspieler natürlich jetzt auch. Und wenn der einen gefunden hat, darf er den auch in sein Versteck legen. Spielende. Und dann natürlich, in der nächsten Runde ist der Mitspieler dran und dann geht es im Uhrzeigersinn. Wer als erster sein Glubschgeist-Versteck vollständig mit 9 Glubschgeistern gefüllt hat, gewinnt. Die Runde wird noch zu Ende gespielt, haben danach mehrere Spieler ein volles Glubschgeist-Versteck, gewinnen sie gemeinsam. Also es geht dann weiter und wer als erstes mit 9 Glubschgeistern sein Glubschgeist-Versteck gefüllt hat, hat das Spiel gewonnen. Wenn ihr zu zweit spielt, habt ihr jeder 2 Glubschgeist-Verstecke und müsst dann gewinnt derjenige, der als erstes beide mit 9 gefüllt hat. Hier gibt es noch eine gesonderte Variante, gemeiner Krakengeist. Die kann dann noch mit den Kraken ergänzt werden. Diese ausführlichen Spielregeln des Spiels Glubschgeister vom Kosmos Verlag findet ihr hier unten direkt am Link. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wird da nochmal ausführlich erklärt, auch wie diese zweite Spielvariante funktioniert. Es ist ein ganz tolles neues Spiel vom Kosmos Verlag, was wirklich ein bisschen mit Gucken, ein bisschen Geschick erfordert. Es wird hier insgesamt gesagt, dass es einen hohen Action-Faktor hat. Macht auf jeden Fall Spaß und es ist sehr, sehr toll aufgemacht, das Spiel. Wir von Spielregeln-Spielanleitung.de können das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Ab 5 Jahren, vielleicht geht es auch schon mit 4 zu spielen. Tolles Spiel, gerade wenn Erwachsene dabei sind und das Spiel gut erklären. Tolles Spiel vom Kosmos Verlag. Wie gesagt, hier unten die ausführliche Rezension des Spiels. Und natürlich würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.